Mal kurz, ich muss mal gucken, wie lange ich schon streame. 51 Minuten. Weil jetzt wäre so ein Punkt, wo ich sage, das wäre der perfekte Cut. Brown hat einfach gelogen. Ich meine, ich bin nicht sein größter Fan. Schwierig. Aber er spricht immer von Wahrheit und Gesetz und so. Musst du dich darüber so freuen? Was? Auf so etwas hast du doch nur gewartet. Etwas, das beweist, dass Eddie ein Arsch ist. Aber deine Schadenfreude ist nicht cool. Das ist Tina. Ich muss handeln. Ja, warte kurz, ich parke das Auto. Dreh ich mir wohl mal die Beine. Nein, gib mir eine Sekunde. Okay, Tina, was ist los? Hi, Süße. Ich habe jemanden, der super gern das Haus sehen würde. Oh, das ist super. Wann? Die Person ist nur kurzzeitig in der Stadt, also würde sie es sich übermorgen anschauen. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Süß, dieser Typ ist sehr interessiert, aber ich weiß, dass er sich auch andere Objekte ansieht. Und es ist nicht so, als würden euch die Leute die Türen einrennen. Dafür bin ein bisschen ich auch dankbar, sass, aber wenn du bei mich uns fragst. Ist ziemlich viel los. Habe ich erwähnt, dass er in Bar bezahlen will? Ach, was soll's. Tu es. Ja? Yep. Klasse, dann mache ich hier alles fertig. Und schicke dir später die Details. Bis später, Süße. War scheinbar nicht eine. War, ach Mensch, war scheinbar keine gute Wahl. Ich war aber auch selber gerade überfordert mit den Auswahlmöglichkeiten, wenn du mich fragst. Mann, sowas würde ich auch gern können. Wie konnte man denn noch mal rennen? Das ging irgendwie. Die und ich sind hier vor ein paar Jahren gewandert. Auf dem Gipfel gab es ein eiskaltes Bier. Welche Wähler willst du hier draußen erreichen, Tom? Die Bären? Hier gibt's safe irgendwo ein Collectible. Die ist wirklich richtig gut geworden. Dorian Key. Klingt irgendwie vertraut. Da hast du ja einen hübschen Fleck gefunden. Wir waren hier schon mal, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Passt schon. Tina? Tina West, die Maklerin. Ach, die Tina. Was wollte sie? Naja. Es gibt einen Interessenten. Tina zeigt ihm übermorgen das Haus. Oh, klasse. Er will anscheinend in Bar zahlen, aber er ist nur ein paar Tage in der Stadt, also. Ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern nur eine Besichtigung. Ich weiß. Hör zu, wir beide brauchen das Geld. Und es dauert ja bestimmt ein paar Wochen, oder? Genug Zeit, um mehr über Marianne herauszufinden. Schon okay. Du hast ja gesagt. Erledigt. Weiter geht's. Wow, er ist also, unser Gespräch, bevor Tina anrief? Ja. Ich freue mich nicht, dass dein Pflegevater gelogen hat. Ach ja? Klang aber ganz danach. Er hat Infos über Mary Ann verheimlicht.
Weiß ich. Du musst es nur nicht so hochspielen. Du lässt ihm immer alles durchgehen, weil es dir sonst unangenehm wäre. Ich lass nicht alles durchgehen. Es ist nur schwierig. Nicht wundern, ich esse nebenbei immer mal was. Die ganze verdammte Situation ist schwierig. Meinst du, mir gefällt die Scheiße, die wir über Tessa erfahren haben? Diese Stadt. Diese Leute. Für dich sind sie nur Erinnerung. Aber das ist mein Zuhause, Tyler. Meine Freunde. Meine Familie. Ich suche auch nach Antworten. Aber ich will nicht mein ganzes Leben hier dafür aufs Spiel setzen. Du scheinst Freunde und Familie ja recht schnell hinter dir lassen zu wollen, Allison. Bei der Aussicht auf Kohle bist du gesprungen. Ich bin bereit für Neues. Aber das heißt nicht, dass ich alle Brücken hinter mir abreißen will. So abgeschiedenen Ort wie dem hier leben? Allein in einer Höhle? Als Sprecher der Bäume? Ja. Ist es wirklich so schwer, das zu glauben? Ach ja? Und wer soll dich bitte besuchen kommen? Mitten im Nirgendwo? Naja, ich hatte da an dich gedacht. Spürst du das, Ty? Ja. Hab dich! Nordstern! Okay, jetzt bist du der Stern und ich bin der Kompass. Okay. Und nicht schummeln. Letztes Mal hast du mir falsche Hinweise gegeben. Hab ich nicht. Hast du wohl. Okay, okay. Ich mach es nicht nochmal. Du hast immer gesagt, ich würde schummeln. Na, das war ja auch so. Das war ein cooles Spiel. Zu fühlen, was du fühlst und dich so aufzuspüren. Unfassbar, dass wir es vor aller Augen gespielt haben. Wir dachten bestimmt, wir sind kleine Verrückte, die Blödsinn plappern. Nun, wir waren verrückt. Und ziemlich großartig. Wolltest du nie ein bisschen dazugehören? So gar nicht? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Hey, entschuldige, dass ich das mit Tina vorhin allein ausgemacht habe. Schon okay. Es war wohl die richtige Entscheidung. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Ich gebe mir Mühe. So. Ich habe mich jetzt nebenbei ein bisschen gestärkt, während die erzählt haben. Jetzt kann es weitergehen. Bei der nächsten Möglichkeit, wo man cutten könnte, werde ich übrigens kurz was zu trinken holen. Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht rauszuschneiden. Was zum... im Ernst? Was glauben die Leute, was damit passiert? Ich übersehe hier safe irgendwas.
irgendwo hier ist ein Collectible. Das ist schon, das schreit schon für mich danach. Hey, schau mal hier. Oh. Aha, er ist wirklich noch da. Ich wusste, dass wir hier waren. Wir machten es zum Teil des Ronin-Reiches. Das ist es immer noch. Es braucht nur ein kleines Update. Was machst du da? Was ich damals schon tun wollte, wofür ich aber zu feige war. So, sieht schon besser aus. Stimmt. Viel besser. Was hat er denn jetzt da hingemalt? Ah ja. Tyler und Allison. Ich werde kurz einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe vergessen, mich zu muten. So, ich habe vergessen, mich zu muten, während ich weg war. Das ist aber nicht schlimm. Ich musste mir nur, bevor es allzu spät wird, noch was zu trinken holen, weil... Wir gehen hinein und fragen Eddie sachlich, warum er doch... Wenn ich hier nachts um 23 Uhr noch durchs Haus schleiche, das ist ein bisschen creepy, könnte creepy wirken. Für Leute, die eventuell das hören. Mhm. Oh, ja. Puh. Ich verstehe, Mr. Barrow. Ich werde es ihm sagen. Ja, ich habe alles notiert. Guten Tag, Mr. Barrow. Morgen, Kleine. So sitzt du an der Rezeption fest. Rose ist heute ausgefallen. Ich spring für sie ein und erledige meinen Papierkram. Was machst du hier? Ich wollte nur mit Onkel Eddie sprechen. Von eurem identischen Aussehen ausgehend, schätze ich, das ist Tyler. Tyler. Denise Tyler. Wilson, kannst du Officer Vincenzi sagen, dass... Oh, morgen, Allison. Hi, Onkel. Ich nehme Dr. Torres' Aussage auf. Vincenzi muss nicht zurück auf die Wache. Er scheint ja nicht gerade gut gelaunt zu sein. Darf ich hier schon ein... Morgen, junger Mann. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, sorry. Ich, bin mit meiner Schwester hier. Deiner Schwester? Oh, richtig. Tyler Ronan, jetzt erkenne ich dich. Schön, dich wiederzusehen. Du bist groß geworden. Das passiert so im Zeitraum zwischen 11 und 21 Jahren? Ha, ja, nun, willkommen.
Danke, ist lange her. Was führt euch beide her? Wir sind hier, um Chief Brown zu sehen. Oh Mann, was hat er jetzt gemacht? Er wird wegen eines Verbrechens gesucht. Oh, tja, dann lest ihm ja seine Rechte vor. Kann ich euch dann irgendwie behilflich sein? Tatsächlich, ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit für uns, die Akte unserer Mutter einzusehen? Nun, ihr seid offiziell berechtigt, Akten mit persönlichem Bezug einzusehen, also ihr könnt jederzeit eine Zugriffsanfrage stellen. Also, können wir sie uns ansehen? Klar. Ich setze den Papierkram auf, wenn ihr wollt. Schon okay. Wir klären das mit Brown. Danke. Tyler! Du musst nicht flüstern. Also, anscheinend bewahren sie alle Fallakten hier auf. Scheiße! Hast du mich erschreckt? Sorry. Aber wenn Brown uns nicht die Wahrheit sagt, sollten wir es einfach selbst lesen. Ja. Okay. Schon praktisch, wenn die Gedankenübertragung beherrschen. Okay. Isabella Henderson, 16. Juli 2009. Henderson? Oh, hallo Erwachsener. Er ist mein Ex-Mann. Lebt sie die meiste Zeit? Ah, ich kann hoch, glaube ich. In sein. Hey, da oben ist nichts, was wir brauchen. Komm schon. Wir am Wochenende. Hey. Er spricht. Wie kommst du so in Delos zurecht? Es tut gut, Allison zu sehen. Sie spricht in letzter Zeit. Achtung, nicht erschrecken. Gleich öffne ich die Flasche, dann mach's einmal. Hey, ich wollte dir noch sagen, Allison hat uns den Artikel gezeigt, den du fürs Juno Daily geschrieben hast. Du hattest voll recht. Der Staat muss für die Jugendzentren sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Fireweed hatte Glück, dich zu haben. Danke. Ich habe mich auch für mehr Outdoor-Aktivitäten eingesetzt. Hatte sogar Stress mit der Administration deswegen. Doch als diese Kinder auf dem Mount Roberts standen, Mann, waren die stolz. Tolles Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst. Ich arbeite manchmal ehrenamtlich beim JBG. Halte Vorträge über Polizeiarbeit, leite Gruppen. Hat die gerade was anderes vorgelesen, als da untertitelt war? JBG? Also, der Juno-Bund für Gleichberechtigung. JCE und JPG. Oh. Was? Oh. Was? Wirklich? Das ist klasse. Ja, ich will ja nicht predigen, aber die Kids in diesen Gruppen, sei es Fireweed oder der JBG, sie brauchen Leute, die sie wirklich verstehen. Die wissen, wo die Kids stehen. Und sich auch für sie einsetzen. Jedenfalls, sorry für die Predigt. Officer Vincenzi wurde um 6.29 Uhr an den Tag. Morgen, Chief Brown. Guten Morgen, Tyler. Hey, können wir privat mit ihr sprechen? Es ist ziemlich dringend. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Dr. Torres. Ich wollte den eigentlich die ganze Zeit nicht ansprechen. Wir möchten die Akte unserer Mutter sehen. Wir waren bei Greggs. Wir möchten gern eine Zugriffsanfrage stellen. Heute. Entschuldigung. Kommt schon. Ich wollte den eigentlich nicht ins Wort fallen, das ist unhöflich. Aber was bleibt mir denn übrig? Ihr könnt den Papierkram ausfüllen, aber die Akte liegt erst in ein paar Tagen vor. Wie lange wird das genau dauern? Kommt drauf an. Drei Tage? Eine Woche? Eine Woche? Sind die Akten nicht alle da oben? Ja, aber die Genehmigung braucht Zeit. Erinnert mich an deutsche Behörden. Ich weiß nicht, was ihr euch von der Akte erhofft. Ich war der leitende Beamte in dem Fall und es gibt nichts, was ihr beide nicht schon wisst. Hört zu. Ich habe hier ein Opfer mit einer Aussage warten. Wir können die Unterlagen heute Abend abheften, okay? Und jetzt soll ich hochgehen wahrscheinlich. Oh, ich hasse es, wenn er so stur ist. Und was jetzt? Natürlich. Nun, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Dann müssen wir es selbst rausfinden. Wo glaubst du, haben wir? Was macht ihr zwei da drüben? Alles in Ordnung? Ja, alles ist gut. Wir wollten nur
Ich habe Tyler nur erklärt, wo das obere Klo ist. Tyler, hilf mir doch mal. Oh, ja. Toilettennotfall. Seewasser, nicht wahr? Die Saftkur von Mutter Natur. Die Toilette ist gleich hinterm Pausenraum. Hinter dir. Erste Tür rechts. Vergiss es, Tyler. Wir kommen nie im Leben einfach so nach oben. Das ist zu verdächtig. Es muss einen anderen Weg geben. Den sollen wir uns einfach umsehen? Ja, okay. Bleib cool. Aha. Hier steht, es gäbe oben einen Notausgang. Oh mein Gott. Aber natürlich. Mir nach. Nee, warte mal, da ist der, also da bin ich. Und der Noteingang ist da oben. Hinter dem. Gehst du schon? Ja, ich muss eine rauchen. Du solltest damit aufhören. Je älter du wirst, desto schwerer wird es. Ja, ich weiß. Und wenn du dabei bist, bring deine Schwester auch zum Aufhören. Ich beeil mich mal ein bisschen. Für Tiere ist es nämlich super ungesund, unseren Müll zu fressen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe Zeitdruck. Und ich gucke auch Naturdokus, weißt du? Ich übersehe Safe und Collectible hier. Aber ich habe das halt, das, ich habe halt Angst, ich habe Zeitdruck. Er führt zu einer Treppe an der Außenseite des Gebäudes. Aber er wird von innen verschlossen sein. Wenn einer von uns für Ablenkung sorgt, kann der andere nach oben gehen und die Tür öffnen. Du der Unruhestifter bist, sorgst du für das Ablenkungsmanöver. Was? Wirklich? Hast du eine bessere Idee? Werden Bullen denn nicht auf verdächtiges Verhalten trainiert? Ich bin jetzt echt kein Schauspieler. War die rote Lagerhalle Teil dieser Hühnerhofgeschichte? Ganz genau. Jetzt ist es ein Schießen. Das ist doch nicht etwa Gregs? Oh, ja. Also, sicher weiß es niemand, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wer ist der Künstler? Ungeklärt. Der Notausgang ist gleich hinter mir. Ich überlege gerade, ne? Irgendwas muss ich tun, um eine Ablenkung zu schaffen. Ich dachte, ich lasse ein wenig Luft aus den Reifen. Nur für den Fall, dass wir schnell abhauen müssen. Haha. Wie kann ich Ablenkung schaffen? Die Sicherung kann ich wahrscheinlich nicht auslösen, aber ich könnte das Licht ausmachen. Mach einfach. Denk dir was aus. Oh, ups. Tyler.
Geh nach rechts, nachdem du die Wache verlassen. Okay, ich bin an der Tür. Komm schon. Okay, das ging einfacher als gedacht. Bisher. Polizeichef hält Wohltätigkeitsveranstaltungen ab. Oh, ja. Gemeindeveranstaltungen. Er bot seine Hilfe an. Und weil er so ziemlich jeden kennt und weiß, wer auf wen die Bullen gehetzt hat, übernimmt er den Sitzplan, wenn Eddie uns hier erwischt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hier bewahrt Brown wohl seine persönliche Post auf. Du hast dich für einen Dramakurs im Sommer 2009 beworben? Ja, aber... Sieht aus, als arbeite er mit dem Jugendamt an einem Fall. Das geht uns nichts an. Warum hat Brown Kontakt zum Leiter von Fireweed? Oh. Was hast du gefunden? Es ist eine Rechnung. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für den Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed-Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Ich wusste, dass Eddie sich da bemüht hatte, aber... Das ist eine Menge Geld. Los mehr. Die Polizei von Dallas bekommt einen neuen Beamten. Oh, endlich. Was haben wir hier? Entlassung. Da wurde jemand entlassen. Ich muss mich natürlich ein bisschen beeilen, ne? Ich kann nämlich nicht... Personalakten, Budgetpläne, aber keine Fallakten. Ich habe nämlich Angst, dass das irgendwie zeitlich der begrenzt ist. Der Kerl hat eine Akte. Und was für eine? Warum ist er überhaupt auf der Liste? Psst. Eddie hat echt Schwierigkeiten, hier draußen wen zu finden. Im Ernst? Du willst also seinen Computer hacken? Wir suchen nach Informationen. Und Computer sind damit quasi vollgestopft. Wow. Brown hat unsere Akte heute eingesehen. Moment, was? Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber hier steht eine Referenznummer. R68653. Tom hat Eddie zum Essen eingeladen? Oh, ja. Tom setzt alles daran, dass Eddie ihn öffentlich unterstützt. Und? Unterstützt er ihn? Er will lieber neutral bleiben. In einer seiner Mails ging es ums Archiv. Da muss unsere Akte sein. Ah, Collectible. Ha. Hallo. Auch wenn wir verbrennen, so gehen wir daraus hervor als Sternenstaub. Oh doch. Oh, sieh mal an. Allison Ronan, Musterkind. Brown sorgt wirklich dafür, dass alle mitbekommen, was für ein aufrechter Bürger er ist. Nicht wahr? Ach, dann ist das hier die Personaltoilette. Bitte sag mir, du kennst den Code. Zum streng geheimen Polizeiarchiv? Und wie soll ich dann die Tür öffnen? Ich habe stundenlang nebenan gespielt. Es sind ständig Leute reingegangen. Der Ziffernblock macht diese Melodie. Dam, da, di, du. Dein Ernst? Na los, versuch's. Das ist noch nicht richtig. Wie ging noch diese Melodie? Dum da di du. Dum da di du. Wie war das noch?
nicht, dass du ein dummer Deto. Sei still. Du. Okay, 6. Wie ging noch diese Melodie? Dum, da, die.